Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stehe nicht an dem Kollegen Ströbele, der seinen anwaltlichen Beruf ja doch etwas anders ausgeübt hat als ich und der in seiner politischen Arbeit auch regelmäßig zu anderen Ergebnissen gekommen ist, als ich es bisher gekommen bin. Durchaus meinen Respekt für seinen parlamentarischen Weg zu zollen. Immerhin hat er es geschafft, das Direktmandat hier in Berlin für die Grünen zu gewinnen. Aber Herr Kollege Ströbele, so wie Sie und auch Vorredner von der Linksfraktion hier die Arbeit dieses Ausschusses in den Mittelpunkt einer Debatte über die parlamentarische Kontrolle in Zeiten der Großen Koalition gestellt haben, muss ich nur sagen, ist das kleines Karo. Und dabei missachten Sie, dass in keinem anderen Land der Welt es eine derart umfängliche Kontrolle der Nachrichtendienste, die wir übrigens für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger dringend benötigen, dass es in keinem anderen Land eine derart effektive parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste gibt wie der Bundesrepublik Deutschland. Darauf sind wir stolz, und dabei sollte es auch bleiben. Aber die Effektivität der Arbeit der Nachrichtendienste darf eben unter dieser parlamentarischen Kontrolle am Ende natürlich auch nicht leisten, weil wir sonst die Sicherheit unseres Staatswesens und im Übrigen auch die Zusammenarbeit mit befreundeten Diensten infrage stellen würden. Ich bedauere sehr, und ich hatte eigentlich große Hoffnung, Sie, die Kollegin Hasselmann, mit der ich hier sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe, die Kollegin Sitte ist nicht da, mit der war auch große Einigkeit. Das hat der Kollege Kaster schon angesprochen, und das haben Sie leider überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Wir haben in dieser Wahlperiode Oppositionsrechte in der Geschäftsordnung verankert, wie es sie auch nirgendwo auf der Welt gibt. Sie können den Bundestag einberufen. Sie können Untersuchungsausschüsse einsetzen. Sie können für die Durchführung einer öffentlichen Anhörung im Ausschuss und für die Ansetzung einer Enquetekommission sorgen. Sie haben übrigens auch einen höheren Oppositionszuschlag bekommen. Darüber wollen Sie hier auch nicht so gerne reden. Sie kriegen auch mehr Redezeit. Das heißt, Oppositionsabgeordnete haben viel mehr Möglichkeit, sich hier, und das ist der Ort, wo Parlament ausgeübt wird, hier zu artikulieren, als Abgeordnete der Mehrheitsfraktion, die da an der Stelle eigentlich schon benachteiligt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat uns dazu ins Urteil hineingeschrieben, das konnten wir machen, übrigens mit einer Einschränkung, dass wir die 120 Abgeordneten nur für die Opposition zugedacht hatten. Da hat uns das Bundesverfassungsgericht gesagt, da wart ihr schon viel zu oppositionsfreundlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was die Große Koalition Ihnen hier geboten hat, war Goldstandard in der Wahrung von Oppositionsrechten. Und das hätte hier mindestens mal erwähnt werden dürfen in dieser Debatte. Und was man zu der Frage, Herr Kollege, die Sie angesprochen haben, der Ausübung einer Normenkontrollklage sagen kann, das hat auch das Verfassungsgericht gesagt. Wir haben Ihnen die Argumente vorher genannt, aber Sie haben die Klage durchgezogen. Und Sie haben, das muss ich Ihnen sagen, mit Pauken und Trompeten in Karlsruhe verloren. Und dort ist Ihnen Einhalt geboten worden, wie übrigens kürzlich auch noch mal wieder der Grünen-Fraktion, als der Eindruck erweckt wurde, die Große Koalition würde hier Gesetzgebungsvorhaben verschleppen und nicht zu Ende bringen. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde, wenn wir eine ehrliche Bilanz dieser Debatte, dieser Legislaturperiode hier miteinander ziehen, dann muss man wirklich sagen, es ist natürlich staatspolitisch nicht wünschenswert, eine 80-zu-20 Mehrheit zu haben. Das hat sich niemand gewünscht. Das ist so. Ja, kämpfen Sie für mehr, aber ich habe eher den Eindruck, dass die aktuelle Debatte von der Furcht getragen ist, die 5-Prozent-Hürde nach unten zu unterschreiten. Das ist mehr so der Eindruck, den Sie hier insgesamt erwecken. Das ist doch nicht wünschenswert, aber es waren Sie, Herr Kollege von Notz, es waren Sie, Grüne, Bündnis 90 Grüne, die zu einem frühen Zeitpunkt der vergangenen Legislaturperiode Koalition mit der Union nicht wollten. In Schleswig-Holstein, Herr Kollege von Notz, sind wir beide zu besseren Ergebnissen mittlerweile gekommen. Und mal sehen, wie es weitergeht. Wer im Parlament Einfluss nehmen will, der muss am Ende Wahlen gewinnen. Und deswegen halte ich es mit Johann Wolfgang von Goethe: Eine Opposition, die keine Grenzen hat, wird platt. Die Einschränkung aber nötigt Sie, geistreich zu sein. Zitat Ende. Seien Sie das, und dann haben wir solche Debatten nicht mehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Sebastian Hartmann das Wort.